Willkommen zurück zu einem neuen Part von Bioshock 1. Wir waren hier stehen geblieben, um Hector Rodriguez. Okay, das war verstörend. Nein, nicht um den zu finden, sondern Hector Rodriguez fertig zu machen. Wir haben hier Schwangerschaft und Kohle. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Jo, dieser Elende. Wird man hier eigentlich mal bedient? Versuch doch mal. Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Was willst du? Die Sachen, zu denen er mich gezwungen hat. Für wen hält er sich eigentlich? Bleib schön hier! Er war ein Flächen, aber. Ja, so so, den letzten haben wir auch noch erwischt. Der will aber von mir abhauen. Denkt er sich eigentlich, wer er ist? Hat er denn Schönes dabei? Haben wir mein schönes Napalm verbraucht? Eine gute Knarre, da hämmert man einfach dreimal drauf rum und dann, falls irgendwas passieren sollte, dann passiert was. So, jetzt glaube ich, jetzt kommt noch mal. Ganz ruhig, Alfredo, ganz ruhig. Nein, ich brauche eine Hiebspritze, weil Onkel Silo ist ein bisschen rar besät mit denen. Oh, na das sieht man doch gern. Onkel Kohn! Oh, da ist er ja! Wie er sich selber bejubelt. Zeig es mir! Ist es das, was du dir vorgestellt hast, mein Freund? Nein. Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, es ist wunderschön. Ja, ich kann nur bestätigen. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Medical Expert, Honey Verbandskästen, besser. Und jetzt... Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Wir könnten ihn jetzt auch töten, aber machen wir nicht. Ich mag Sender Kohn einfach zu gern. Er ist einfach, Man hätte auch gemerkt, dass, Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Ist alles vermint. Ey, vermint, sag ich schon. Naja, egal. Wir gehen zu Onkel Ryan. Weil er natürlich Sender Kohn bester Mann. Auch der einer der bestgeschriebenen Charaktere im ganzen Spiel. Hephaestus. Also ich muss sagen, ist wirklich einer der Charaktere, der meiner Meinung nach am besten geschrieben ist. Vor allem, wo man den Verfall und vor allem auch sieht, was passiert, wenn man den Menschen die Regeln wegnimmt, weil Kunst lässt sich immer anders interpretieren und ich finde, Sender Kohn tut das sehr gut symbolisieren. Halt
Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Tja, okay. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Warum sagt er immer, warum bist du so freundlich? Wärst du so freundlich? Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Kron ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Das ist ja ein Blut, alles aus. Ah, stimmt, der ist ja ionisch. Oh, der war raffiniert, meinst du? Warum? Weil du mich verhauen wolltest. Warum wohl? Ich lass mich nur nicht gerne verkloppen, weißt du? Wegen dem. Ist er nur Müll? Nein, ich rauche nicht. Wir sind in Hephaesis. Hephaesis, kann's nicht sagen, halt die Fresse. Ryan Industries, jo, hier ist das Hauptwerk, das was Rapture am Leben hält. Jetzt ahnst du's, hab ich recht? Andrew Ryan. Ja, Andrew Ryan. Na, mein Freund, was läuft? Ich schieße auf ihn dreimal durch ihn durch, okay? Wow! Ich hab mir einen Freunden gemacht. So, Ruhe hier. Okay, Onkel Silo hat keine Eve-Spritzen mehr. Bald auch nichts mehr mit Wasser schießen kann. Kein Kuchen mit Cremefüllung. Rein übernimmt F-Futuristics. Abspielen. Viel Spaß damit. Ryan hat Fontaine Futuristics verstaatlicht. Der Laden gehört jetzt ihm. Vom Keller bis zum Dach. Es sei zum Wohle der Stadt, sagt er. Er wird den Laden irgendwann auflösen, sagt er. Ich bin aus dem Rat ausgetreten und habe ein Protestschreiben hinterlassen, aber das bringt sowieso nichts. Es wird Krieg geben, sag ich. Es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf. Und zwar schnell. Ja, McDonough war auch der Erste, der gerafft hat, dass der Typ am Rad dreht. Und dass man den eigentlich von der Macht entbinden muss. Wer ist hier ein Geschenk? Ich zeig dir gleich, wer ein Geschenk ist. Komm ruhig her, hä? Geh weg! Drum! Ha! Drum! Ich hab Freunde mir geholt. Und der ist so schön stark, Chef. Du bist der Beste. Ich nenn dich Sinox, das schießende Geschütz. Yo! Dreh dich um. Dreht sich von mir weg, heißt das, dass Sinox mich nicht mag. Naja. Wer kann's ihm verdenken? Aber die waren jedenfalls nicht so gut drauf, dass ich deren ihre Sachen geklaut habe. Da ist das Tor. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen.
Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryan Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. So, haben wir ein bisschen... Ihr wisst, dass ich nicht der Hacker schlechthin bin. Aber hier können wir uns wieder was... Oh! Wer für Wärmesuchraketen? Oh, Antipersonenmunition geht auch. Oh, das geht auch. Wer ist denn hier am Start? Hallo, meine Freunde. Irgendjemand? Ich gegen ihn? Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie liebten. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Oh, Tonband? Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Oh, das ist McDonald's hier. Aber Rapture liebe ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Und das hier ist McDonald's, der arme Kerl. Sich gegen das System aufgelehnt. Echt creepy eigentlich. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicon Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicon Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Dann wollen wir mal benutzen. Hui! Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, oh Gott, nee. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erkläre. Sorry, das war meine Mama. Deswegen habt ihr noch kurz gehört, wie ich Schweizerdeutsch getobt habe. Viel Spaß damit! Hui! Bumm! Hui! Bumm! Rapture erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflasterstein. Jo, es hat geklingelt. Ich habe hier noch ein paar gebrutzelt, weil ich cool bin. Wir machen hier aber einen harten Schnitt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, ich habe es geschafft, durchgehend zu talken. Ist nicht immer so einfach, weil zwischendurch habe ich auch nicht mehr so viel aufgenommen, weil halt sehr viel los war bei mir. Ich hoffe aber, oder besser gesagt, ich gelobe Besserung. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.